Was wäre, wenn du hunderte von Kalorien pro Tag verbrennen könntest, während du auf einem Stuhl sitzt oder sogar schläfst? Stell dir vor, wie viel einfacher es wäre, Fett zu verbrennen und schlank zu bleiben. Wie viel weniger Zeit du im Fitnessstudio verbringen müsstest und wie viel größer und leckerer dein Essen jeden Tag sein könnte. Ja, das ist keine magische Vorstellung. Es ist für die meisten Frauen absolut machbar, indem man den Stoffwechsel ankurbelt. Genauer gesagt geht es um den sogenannten Ruheumsatz. Und das ist einer der größten und am meist vergessenen wichtigen Tipps, die dafür sorgen, dass manche Menschen sau viel essen können, ganz viele Cheat Days haben und trotzdem ihr Leben genießen können, all das während sie sauschlank sind. Heute stelle ich dir 7 wissenschaftlich erwiesene Wege vor, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln und hunderte von Kalorien jeden Tag zu verbrennen, ohne viel Aufwand und ohne viel Zeit. Erstens, optimiere deine Schilddrüse. Du kannst teilweise bis zu 500 Kalorien pro Tag mehr verbrennen, wenn deine Schilddrüse optimal läuft. Der Grund dafür ist, dass sehr viele Frauen einen Nährstoffmangel haben. Die Hormone der Schilddrüse haben einen riesigen Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Ein Beispiel dafür ist Jodmangel. Studien zeigen, dass 30% der Frauen einen Jodmangel haben. Wenn du einen Jodmangel hast und täglich nicht genügend Jod konsumierst, kann es sein, dass dein Stoffwechsel nicht optimal läuft. Eine gute Quelle, um Jod zu konsumieren, ist Jodsalz. Viele Salzsorten wie Meersalz etc. haben leider einen relativ geringen Jodanteil. Des Weiteren haben sehr viele Frauen einen Mangel an Zink und an Selen. Zink und Selen sind auch sehr stark an der optimalen Funktion der Schilddrüse betätigt. Prüfe also, ob du eventuell einen Zink- oder einen Selenmangel hast und sorge dafür, dass du durch deine Ernährung ausreichend Zink und Selen konsumierst. Hier kannst du entweder normale, natürliche Lebensmittel nehmen, um das zu decken, oder du supplementierst das Ganze. Dafür brauchst du keine teuren Supplemente. Die meisten gibt es auch im ganz normalen Drogeriemarkt. Am besten aber durch die normale Ernährung. Zweitens, iss genügend Protein. Proteinreiche Lebensmittel haben einen sehr hohen thermischen Effekt. Der thermische Effekt ist die Energie, die benötigt wird, um das Ganze zu verdauen. So gibt es Studien, die belegen, dass 15-30% der Kalorien, die du durch Proteine aufnimmst, während der Verdauung verbraucht werden. Das heißt, du nimmst quasi 30% weniger Kalorien davon aus. Das heißt, 30% der Kalorien, die du konsumierst, werden gar nicht aufgenommen, laut diesen Studien. Bedeutet, wenn du 100 Kalorien an Eiweiß isst, kann es sein, dass davon 30 Kalorien allein verbraucht werden, um das Ganze zu verdauen. Und Protein ist auch am dritten Weg beteiligt, um den Stoffwechsel anzukurbeln, und zwar genügend Muskulatur zu behalten. Ich sage bewusst nicht Muskulatur aufbauen, auch behalten. Denn viele Leute machen eine Diät, wollen abnehmen und verlieren 5 Kilo, davon sind 3 Kilo Muskulatur. Je mehr Muskulatur du hast, desto höher ist dein Kalorienverbrauch. Und jede Muskulatur, die du verlierst, sorgt dafür, dass du weniger Kalorien im Ruhezustand verbrennst. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Leute extrem viel essen können, weil sie einfach relativ viel Muskulatur haben. Als Frau brauchst du keinen riesen Bodybuilder-Körper, es reicht, wenn du ein bisschen Babymuskulatur hast. Allein das schon kann dafür sorgen, dass du mehrere hundert Kalorien pro Tag mehr essen darfst. Und das während du liegst, während du dich gar nicht bewegst. Proteine sind da ein wichtiger Faktor, weil Proteine sorgen dafür, dass die Muskulatur behalten wird und sogar, dass du noch neue Muskulatur aufbauen kannst. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, du musst keine Kraftübungen machen. Es reicht, wenn du vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche zu Hause ein bisschen was machst, weil du hast einen stressigen Alltag und du brauchst Sachen, die du auch durchhalten kannst. Ja, als Frau, du hast viel zu tun, du hast einen stressigen Alltag, vielleicht hast du Kinder, da kannst du nicht das machen, was irgendeine Studentin macht. Der nächste Weg ist, dass du genügend Wasser trinkst. Sehr viele Menschen, sehr viele Frauen trinken zu wenig Wasser. Das sorgt dafür, dass der Stoffwechsel nicht optimal funktionieren kann. Klar hat Wasser keinen magischen Effekt, weswegen du dadurch extrem abnehmen wirst, aber es ist auf jeden Fall nachteilig, wenn du zu wenig Wasser trinkst. Deswegen trink genügend Wasser, damit du einen optimalen Stoffwechsel hast. Wasser sättigt dich außerdem. Viele Leute verwechseln Hunger mit Durst, das heißt, oft wenn du Hunger hast, ist es auch ein Mangel davon, dass du zu wenig getrunken hast. Und Studien belegen sogar, dass man, wenn man relativ viel trinkt, dass man dann jedes Mal irgendwie 20 Kalorien verbrennt. Macht keinen großen Effekt aus, aber trink einfach genug. Des Weiteren kannst du dafür sorgen, dass du relativ scharfes Essen isst. Scharfes Essen kann dafür sorgen, dass dein Stoffwechsel angekurbelt wird. Des Weiteren wirst du, wenn du scharf isst, wahrscheinlich eine geringere Menge essen und konsumierst automatisch weniger Kalorien. Ob der Effekt wirklich beim scharfen Essen so groß ist und du so viele Kalorien verbrennst, ist fraglich. Das würde ich eher als einer der wenigst effektivsten Methoden beschreiben. Der nächste Weg, um Stoffwechsel anzukurbeln, sind kalte Duschen. Wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, dass wenn du deinem Körper Kälte aussetzt, das den Kalorienverbrauch anregt. Du siehst an den Trend heutzutage, dass sehr viele ein Eisbad nehmen, kalte Duschen nehmen. Der Körper muss sich dann auf die normale Temperatur wieder zurückregeln und das verbrennt Kalorien, ohne dass du irgendeinen Aufwand hast. Wenn du kein Fan davon bist, kalte Duschen zu machen, dann musst du es natürlich nicht machen. Kümmere dich um deine Ernährung. Das sind alles kleinere Effekte. Eine andere Methode, die wirklich bei sehr vielen Leuten erfahrungsgemäß sehr viel bringt, ist das sogenannte Intervallfasten. Bedeutet, dass du dein Zeitfenster, in dem du isst, verkleinerst. Du isst also zum Beispiel nicht von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends, sondern nur von
10 Uhr bis 20 Uhr oder von 12 Uhr bis 20 Uhr. Dadurch verkleinerst du das Zeitfenster, in dem du isst und hast mehr Kalorien in weniger Zeit. Erfahrungsgemäß haben dadurch die meisten Frauen weniger Hunger und kommen mit weniger Kalorien besser klar. Test es einfach mal, die erste Mahlzeit des Tages möglichst weit nach hinten raus zu verschieben im Tag. Das heißt, wenn du normalerweise um 8 Uhr keinen Hunger hast, dann isst nicht um 8, sondern erstmal um 10 oder um 11. Nicht auf Krampf. Wenn du am Wochenende mal Hunger hast, morgens kannst du auch morgens was essen. Jeder sollte das machen, was in seinen persönlichen Alltag reinpasst. Der 7. Weg, um optimal abzunehmen, ist mir zu folgen. Denn ich bin Abnehmexperte und habe schon über 500 Frauen geholfen, abzunehmen, einen flachen Bauch zu bekommen. Wenn du auch abnehmen willst, einen flachen Bauch bekommen willst, dann kann ich dir gerne dabei helfen. Klick jetzt mal unter diesem Video auf den Link www.henryzell.com. Mach mal gerne einen Termin aus für ein kostenloses Erstgespräch. Da sprichst du mit mir persönlich und einem Experten aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und ob wir dir auch helfen können, deinen Wohlfühlkörper zu erreichen. Das Erstgespräch ist komplett kostenlos. Wir sehen uns da, gebt dir wieder einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wir hören uns zum nächsten Mal. Dein Coach Henry und ciao.